Und da wären wir auch schon wieder. In White Run. War. Steck den Buben weg, Markus. War noch irgendwas zu kaufen? Wir haben nicht besonders viel Gold. Wir haben nur 3 Flammenpfeile. Das könnte problematisch werden, wenn wir gegen Spriggans kämpfen müssten. Was naheliegend ist bei dem Elder Gleam, was ja ein riesiger Baum ist. Der wird sich nicht von irgendwelchen Orks beschützen lassen. Wahrscheinlich eher von den Baumwesen. Gucken wir mal. Hast du Feuerpfeile? Blades, Helmets, pretty much anything to suit your needs. Du hast Feuerpfeile, aber elfische. Hast du auch was Besseres? Einen orkischen? Kostet aber auch gleich ein Ding mehr. Na, gar nicht. Oder hast du mehr Feuerpfeile von den Elfen? Hast du zufällig auch Ebenerz? Oh, nee, nee. Das ist auch unwahrscheinlich, dass man sowas auf dem Händler findet. Hm? Und selbst wenn, wäre es schweineteuer. Deswegen müssen wir mit unseren echt vorsichtig umgehen. Teuer wie sie sind. Nimm mal 4 davon. Hat Markus irgendwas zum Verkaufen? Pfeile bestimmt nicht. Das Alchemie-Dingens hier würde sich gerne mal beim Enchanting-Table genauer angucken. Damit er auch mal lernt, wie sowas funktioniert. Allerdings bräuchten wir dazu erstmal den Enchanting-Table. Lockpicks verkaufen. Nein. Okay, das war's dann hier erstmal. Dankeschön. Wir haben nur noch, wie viele Münzen? 3. 3 Goldmünzen. Ich denke nicht, dass wir im Geschäft noch irgendetwas kaufen können. Von deinem, was auch immer ist. Ah. Nächste Frage. Wollen wir in der leichten Rüstung bleiben? Beim Elderglienbaum. Womit können wir Spriggans besser bekämpfen? In der leichten Rüstung? Oh, sie. In der leichten Rüstung oder in der schweren? Vorteil der leichten Rüstung ist, wir könnten halt wegtänzeln. Allerdings, dieser Zauber, den sie machen, sorgt recht häufig dafür, dass wir keinen Stamina haben. Da kommen wir auch nicht wirklich weg. Probieren wir es erstmal so. So, Kinneres Tempel war hier. Und da bist du ja auch schon. Hallo. So, have you gotten Nettlebane back from those filthy Hagravens yet? Ja, hier ist es. Oh, I honestly didn't expect you to come back. Yes, I'm glad you did. Now, I don't really want to touch that thing though. Do you think you could handle the next steps? Was muss getan werden? Eldergleam Sanctuary Grove is to the east of here. You can use Nettlebane to retrieve some of its sap. Ha, das ist vage. Also wir sollen hingehen. Was I correct in hearing that you were traveling to the Grove of the Eldergleam? Ja. Warum hast du gelauscht? Kann ich dir helfen? I am a traveler, a pilgrim. I follow the voice of Kinnereth wherever it can be heard. I've dreamed of seeing Eldergleam for years. Might I travel alongside you? I promise not to get in the way. Ich weiß nicht, ob du das wirklich willst. Hast du ein Pferd? Ich hoffe, du kommst mit einem Pferd hinterher. Oder du hast sehr starke Beine. Aber ja, warum nicht? Du kannst mitkommen. Aber du sollst dich wirklich fernhalten, wenn das Kämpfen anfängt. Sonst wird das nicht gut enden für dich. I thank you for your kindness. Gut. Also, unseren neuen Companion nehmen wir mit. Verlassen die Stadt. Suchen Ellie bei den Ställen. Und reiten dann wohin? Da zeigt sie hinten. Oder hat sie ihnen gezeigt. Das heißt, wir folgen der Hauptstraße Richtung Osten und dem White River. Bis zu einer Flussgabelung. Ja, da habe ich jetzt kompliziert. Also bei der Flussgabelung sollten wir nochmal auf die Karte gucken. Dann wissen wir ja, wo wir sind. Sobald wir an diese Gabelung hier kommen, wissen wir, dass wir da sind. Und da orientieren wir uns dann neu. Also entweder folgen wir diesem komischen Gewusel aus Straßen, was wirklich sehr spinnenartig aussieht. Und dann hier rüber und finden hier einen Weg hin. Oder, ja, nee. Und wir versuchen irgendwo hier einen Weg rüber zu finden, der nicht eingezeichnet ist auf der Karte. Weil die Karte ist ja wirklich nur recht grob.
Ja, wobei eigentlich ist sie schon ziemlich detailliert. Aber es wird immer noch irgendwelche Übergänge geben, die nicht eingezeichnet sind. Gut, also Richtung Osten am Wasser entlang. Hier müsste irgendwo dieser Banditenturm sein. Also ein Turm auf der einen Seite, ein Turm auf der anderen Seite und dazwischen dann eine Brücke. Das war, glaube ich, hier irgendwo. Ich nehme immer größeren Bereich. Also irgendwo hier. Hier vielleicht? Werden wir gleich sehen. Das ist schon okay. Wobei wir die Banditen da schon mal aufgemischt hatten. Frage ist jetzt nur, ob sie nicht inzwischen wieder zurückgekommen sind. Weil so eine Stelle bietet sich natürlich an für Überfälle und dergleichen. Du bist... Hey. Ah, da bist du ja. Solltest schon hinterherkommen, sonst wird das eine sehr lange Reise werden, wenn ich alle 5 Minuten stehen bleiben muss, um noch dazu gucken. Und du hast keine Waffen. Na gut, er ist ein Pilger. Vielleicht hat er ja magische Fähigkeiten. Das wäre sehr praktisch, wenn er uns heilen könnte. Wir sollten ihn vielleicht auch mal nach seinem Namen fragen. Das ist uns ein wenig unhöflich. Hallo, du. Wie heißt du? Need something. Nicht wirklich. Aber er stellt sich vor als Maurice Chandray. Also Maurice. Maurice, ich muss dir jetzt schon sagen, dass die Reise recht holprig sein wird. Also wundere dich nicht, wenn wir jetzt dafür solche Abkürzungen nehmen. Wie dir. Oh. Okay. Du bist kein gewöhnlicher Pilger. Die würden wahrscheinlich ganz außen rumlaufen. Aber nee, ich habe ein gutes Gefühl jetzt bei Maurice. Am Anfang war ich ein bisschen, ne? Er wird wahrscheinlich sterben. Aber jetzt schaut das soweit ganz gut aus. Maurice, geh mal dein Pferd suchen. Und wir warten hier so lange. Na gut, Maurice ist kurz weggegangen, um nach seinem Pferd zu sehen. Musste dann aber feststellen, dass sein Pferd nicht mehr da war. Deswegen es einen riesen Aufstand gab. Aber jetzt lässt sich nichts dran ändern. Er wird wohl irgendwann das Gold dafür zurückbekommen, aber jetzt hat er halt einfach kein Pferd. Was das Ganze ein wenig unpraktisch macht. Wir tun einfach mal so, als wenn er sehr gut zu Fuß wäre. Weil sonst wäre er wirklich ewig unterwegs. Also entweder das, oder wir machen halt auf unserem Sattel hinten ein bisschen Platz und er kommt dann einfach hinten mit drauf. Ich denke, das ist sogar naheliegender. Sonst würde er niemals hinterherkommen. Und Markus hat Durst. Ja, haben wir überhaupt genug Proviant? Das ist ein guter Punkt. 2 Servings. Und ein bisschen Brot. Ja, okay. Hunger hat er wohl noch nicht wirklich, aber bis wir beim Elder Gleam ankommen, wird sich das schon geregelt haben. So, Richtung Osten über die Brücke, Fluss zur linken, Straße folgen, bei den beiden Banditentürmen vorbei. Das ist der bisherige Plan. Und ich denke, ich werde bei den Banditentürmen mal ganz kurz eine kleine Verschnauspause einlegen, um zu gucken, ob da sich irgendwas Neues angesiedelt hat. Nicht, dass die Banditen jetzt so wirklich tolles Zeug... Bin ich überhaupt richtig? Glaub schon. Nicht, dass die Banditen wirklich tolles Zeug dabei hätten. Aber hey, es macht Spaß. So, da hinten ist es. Gut. Was haben wir hier? Ach, nur eine kleine Reisetruppe. Das ist okay. Da, wie machen wir das? Bogen ist parat. Gut. Boah, ich denke mal einfach Ellie hier irgendwo lassen. Ranschleichen ist nicht so wirklich... Warte. Ranschleichen ist möglich. Ellie, bleibt mal hier. Falls irgend so ein böser Mann ankommt. Oder Frau. Reiter war weg, okay. Tätschel. Jo. Und den gucke ich mal nach da oben drauf. Ob man von da oben vielleicht den Turm runterschießen kann. Also, dass wenn jemand im Turm drin ist, wir den erwischen können. Dann laufen die alle panisch raus und wir können sie schön einzeln... Taka, taka, taka. Wenn wir hier... Oh ja, du. Wie gesagt, halt dich raus. Versuch nicht zu den Banditen zu laufen, das endet sonst nicht gut. Waren hier nicht auch irgendwo Riesen?
Plötzlich sehen wir gleich Maurice über uns hinwegfliegen, weil er von der Keule getroffen wurde. Genau, das ist ein sehr schöner Plan. Bleib da hinten und Markus guckt derweil hier, weil da hinten ist schon einer. Schleich. Welche Pfeile haben wir? Stahlpfeile. Nee, komm, nimm mir die Zwergenpfeile. Davon haben wir auch 30 Stück dabei. Sollte bei Banditen schon okay sein, außer sie haben halt wirklich Eisen- oder Stahlpanzer an. So. Irgendwas ist gerade gestorben. Können wir hier stehen, ohne abzurutschen? Das war gerade da eben ein bisschen doof. Ja, hier ist okay. Hier ist allerdings keine Deckung. Das hier sieht sehr gut aus. Was? Jetzt sag bloß, dass hier oben Wölfe sind. Boah, das ganze doof Dickicht. Oh oh. Das ist so ein Riesending, oder? Ich glaube schon. Also wenn hier Wölfe sind und das Heulen scheint darauf zu deuten, sind sie ein bisschen weiter drin im Dickicht. Das heißt, wenn wir hier zurückgehen, sollte das hier eigentlich okay sein. Also, oben wieder raus. Du behalt mal ein halbes Auge da in die Richtung auf die Wölfe und schieb mich nicht den verdammten Berg runter. Ah, puh. Okay. Da ganz hinten. Das ist echt weiter Schuss. Aber mal gucken. Ganz klein bisschen. Oh, sehr gut. Was? Oh, hätte es treffen müssen. Da kommen echt viele angelaufen. Könntest du mal stehen bleiben, du hibbeliges, komisches Bandit-Ding. Ne, so wird das nichts. Kurz verschnaufen. Und was zur Hölle ist da unten los? Geht der Kuh. Also haben bestimmt schon 6 Leute, die da rumgelaufen sind. Dann kamen nochmal 2 oder 3 hinterher. Ich denke. Wow, es sind echt viele da oben. Echt viele. Warte. Feuerball. Jetzt gehen sie alle weg, ne? War klar. Busch. Das war es mir wert. Also ja, die Schriftrolle hätten wir eigentlich für die Spriggans aufbewahren sollen. So, könnte einer von euch mal stehen bleiben. Ich halte da jetzt einfach rein, da stehen so viele Banditen. Irgendjemanden sollte ich schon treffen. Tue ich noch nicht. Nö. Okay, so wird das nix. Ja, da sind Wölfe. Geh hier weg. Also das ist viel zu weit weg. Markus ist einfach nicht in der Lage, was Ordentliches von da zu treffen. Außer halt durch einen Glückstreffer oder durch die Feuerballschriftrolle, das aber ziemlich verschwenderisch ist. Deswegen wagen wir jetzt ein bisschen näher ran und dann werden wir wahrscheinlich nicht alle schaffen. Das sind aber zu viele. Und die hat noch teilweise Eisenrüstung, da kommt mit dem Bogen nicht durch. Das heißt, wir versuchen so ein, zwei von denen zu erwischen, einfach nur um die Gegend hier ein wenig sicherer zu machen und die ganzen Briganten hier zu verunsichern, dass sie halt nicht einfach jeden Reisenden überfallen können, sondern dass manche sich auch wehren, wie der gute Markus hier. Vielleicht ziehen sie dann ja von dann. Wenn nicht, kommen wir aber irgendwann später nochmal wieder. So, du da unten hast nur eine Fellrüstung, du da anscheinend auch. Sollte okay sein. Ellie ist schon in Position, einigermaßen gut wegzulaufen. Ah, du schleichst gerade zurück Richtung Turm. Das heißt, du bist einigermaßen gut berechenbar, wo du lange läufst. Es ist halt, wenn sie wüssten, wenn die Pfeile angeflogen kommen. Die haben jetzt aber auch schon Platte an, ne? Ach du Kack.
Oh, da wurde einer getroffen. Alle gucken hin, versuchen ihn zu verarzten, aber keiner kommt auf die Idee, hier hinten hinzuschauen. Bis sie sich gleich irgendwann alle umdrehen. Dann heißt es laufen. Okay, oder so. Nein, nicht. Jetzt ist kein guter Zeitpunkt. Jetzt ist es schon halt zu gucken, Markus. Komm hier rauf. Maurice. Maurice, lauf. Lauf, Maurice. Ich hoffe, du bist noch nicht tot. Maurice.